Ich erinnere mich an ein Zitat und leider weiß ich nicht mehr, wer es gesagt hat. Da wurde geschrieben, man kann sich die Musik von Haas ungefähr so vorstellen, als ob Bruckner zu viel Ligeti gehört hätte. Also falls Sie dieses Zitat, von Ihnen ist, sind Sie bitte so lieb und teilen Sie mir mit, damit ich weiß, woher das kommt. Ich finde es ausgezeichnet. Ich habe leider überhaupt kein persönliches Verhältnis zu Bruckner, weil ich ihn noch nie getroffen habe. Und ich schätze seine Musik überaus. Und ein bisschen habe ich Angst, dass wenn ich ihn persönlich treffen würde, dass sich vielleicht der Zugang zu dieser Musik dadurch in die eine oder andere Richtung verändern würde. Grundsätzlich ist er, oder besser gesagt, grundsätzlich sind seine Werke, aus einer ganz tiefen künstlerischen und spirituellen Überzeugung heraus entstanden. Und sie sind in diesem Sinn so vollkommen, wie ein Mensch etwas vollkommen machen kann. Ich bin mit Bruckner mehr oder weniger aufgewachsen. In der Plattensammlung meiner Eltern, die sehr, sehr wichtig war für mich und die für mich auch immer ein Element der heilen Welt in einer ansonsten eher unheilen Welt gewesen ist, war Bruckner das Modernste, das Schwierigste, was vom heutigen Standpunkt aus ganz verrückt klingt, aber 1959 war Bruckner erst 60 Jahre tot und heute ist Anton Webern schon wesentlich mehr als 60 Jahre tot. Also insofern ist das, kann man durchaus sagen, dass Bruckner bis zu einem gewissen Grad damals noch neuer Musik war, zumindest genauso neue Musik wie Webern und Schönberg heute. Und meine Mutter erzählte immer wieder die Geschichte. Sie hätte mal versucht, mich aufs Glatteis zu führen, spielte eine Bruckner-Symphonie vor und fragte mich, ob ich denn die Pastorale wirklich so gerne hätte, worauf ich ganz empört gesagt haben soll: Aber Mutti, das ist doch nicht die Pastoralia, das ist der blöde Bruckner. Und in diesem Sinn hat sich mein Bild über Bruckner mit der Mittlerweile gewaltig verändert, denn ich liebe diese Musik sehr. Bruckner wurde ja immer als der Fortschrittliche gesehen und Schönberg hat das ja mit dem Hinweis darauf, dass Brahms der Progressive ist, ein wenig relativiert. Ich würde das allgemein so sagen, dass jeder Komponist und jede Komponistin, der oder die seinen ihren Beruf ernst nimmt, an die Grenzen des jeweils Möglichen geht. Und in diesem Sinne ist jeder progressiv. Und ob jetzt Bruckner progressiver war als, sagen wir, Mendelssohn, hängt lediglich davon ab, auf welchen Parameter der Musik wir uns konzentrieren. Und Bruckner war in vieler Hinsicht extrem progressiv. Also lassen Sie mich den Gegensatz zwischen Bruckner und Beethoven ein bisschen darstellen. Wenn man den Anfang von Beethovens 5. Symphonie mit dem Anfang von Bruckners 4. Symphonie vergleicht. Das sind zwei Werke, die die meisten Interessenten und Interessentinnen klassischer Musik im Ohr haben. Dann gibt es da doch eine gewisse Gemeinsamkeit, nämlich ein zentrales Motiv, das am Anfang hingestellt wird und dann fortgesetzt wird. Aber jetzt schauen wir, wie macht das Beethoven. Beethoven hat dieses berühmte Da-da-da-da-Motiv am Anfang und dann setzt er es fort, die Musik, in einer klaren Periodisierung. Das Motiv kommt dann dreimal, bildet auf diese Art ein Thema. Das Thema wird dann wiederholt in einer anderen Harmonie. Dann geht es weiter mit
einer Entwicklung dessen und dann schließt er ab. Punkt, Punkt, Schluss. Da kommt wieder da, 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 da. Wenn Sie jetzt im Vergleich dazu Bruckners Vierte anschauen, oder anhören besser gesagt, dann gibt es mal als erstes vor dem Motiv so etwas wie einen Urnebel im Orchester. Und dann kommt das Horn hinein mit diesem Motiv, das wird wiederholt, in einer merkwürdig chromatischen Veränderung, setzt sich weiter fort, setzt weiter fort und das geht immer eines nach dem anderen. Und dann diese Fortsetzung, Fortspinnung führt dann plötzlich schlagartig zu einem anderen Motiv, diesem triolisierten Motiv, da, da, bam, 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 bam. Und dann wird das zum zentralen Motiv und zentralen Ideen bleibt weiter. Und diesen fundamentalen Unterschied zwischen der Periodisierung, des Teilens, des Einteilens in klare zeitliche Momente bei Beethoven und dieses unendlichen Fortspinnens bei Bruckner, das immer in die Nähe eines Höhepunkts führt, aber niemals diesen Höhepunkt erreicht. Das ist etwas, das mich unglaublich fasziniert und etwas, das ich auch versuche in meiner Musiksprache zu verwirklichen. Ich erinnere mich einmal einem Studierenden gesagt zu haben, bitte werden Sie mehr wie Bruckner und weniger wie Beethoven. Genau an diesem Beispiel, denn in der klassischen Harmonik von Beethoven funktioniert das mit dieser Periodisierung. In einem atonalen Fließen oder freitonalen Fließen oder mikrotonalen Fließen funktioniert es nicht mehr. Am leichtesten ist das beim Streichquintett. Nachdem es nicht allzu viel Kammermusik von Bruckner gibt, wenn ein Streichquintett von mir im Programm stehen soll, dann gibt es nicht viel Alternativen dazu. Bei Verbindung zwischen Joshua Tree und der Bruckners Vierten, würde ich sagen, ist dieser Naturbegriff, den ich bei Bruckners spüre, der ist auch bei Joshua Tree vorhanden und auch ein bisschen so die Idee von Motiv und Urnebel und beim Zusammenhang zwischen dem zweiten Violinkonzert und der dritten Symphonie ist es wohl eher strukturell und das würde den Rahmen hier sprengen, wenn ich das jetzt deutlich machen würde. Unabhängig davon glaube ich ganz einfach sinnlich, dass diese beiden Musiken jeweils gut zusammenpassen. Wenn ich diese Geschichten höre von großen Werken, die komplett missverstanden und ausgelacht wurden, dann kommt mir das in gewisser Hinsicht vertraut vor. Ich war ja lange Zeit ein verspotteter Außenseiter, der Verrückte in Graz mit den zwei verstimmten Klavieren. Und eine gewisse Parallele sehe ich da schon zu Bruckner, dass die Leute, die damals gelacht haben, jetzt nicht mehr lachen, beziehungsweise nicht mehr lachen würden, wenn sie noch am Leben wären. Also ich erinnere mich so, der Tiefpunkt war, da muss ich so etwa 32, 33 Jahre alt gewesen sein und sitze zusammen mit einigen steirischen Komponisten, und das Gendern kann ich mir hier ersparen, das waren nur Männer, die Komponistenkollegen erzählen halt so über ihre Erfahrungen als Komponist und dann will ich mich einklinken in das Gespräch und sagen, na gut, das sind meine Erfahrungen und ich werde nach dem ersten Satz unterbrochen und sagt, Georg, entschuldige, du bist kein Komponist. Kein Mensch spielt deine Musik. Und ich bin auf das hin nach Hause gegangen und habe fortgesetzt an meinem Werk für einen Interpreten an zwei im Vierteltonabstand gestimmten Klavieren zu schreiben. Das Stück wurde immer wieder gespielt und erhielt von
CD gekommen und erhielt vor ein paar Jahren einen Preis als eines der besten CD-Aufnahmen in den Vereinigten Staaten. Das ist, ja, aber der entscheidende Punkt ist der, man darf sich, und das weckt auf, das ist das Parallele. Bruckner hat bewiesen, dass es sich lohnt, dem, wovon man träumt, treu zu bleiben, an dem weiterzuarbeiten, an das zu glauben, auch dann, wenn man in schmerzvoller Weise miterleben muss, wie das, was man will, von anderen Menschen verlacht wird. Und für mich geht es noch weiter, auch da ist Bruckner ein Beispiel dafür. Man darf sich auch durch die Erfolge nicht beeinflussen lassen. Nicht nur durch die Misserfolge nicht. Ob es wirklich eine gute Idee ist, meine Musik mit der Musik von Bruckner zu verbinden, kann ich nicht beurteilen. Ich bin da befangen. Was vielleicht wahrgenommen werden könnte, ist, meine Musik ist neu und das merken viele Menschen, dass sie neu ist. Und Bruckners Musik war auch einmal neu und das fällt uns heute viel schwerer wahrzunehmen, denn diese Musik ist mittlerweile selbstverständlich Teil unserer Musiksprache geworden, wurde in der Nazizeit auch instrumentalisiert. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, nach diesem Hintergrund und nach dieser Geschichte zu erkennen, wie radikal, wie provozierend, wie an die Grenzen des Möglichen gehend diese Musik damals gewesen ist. Und vielleicht ist es generell gut, wenn man die großen Werke der Vergangenheit mit so manchem Versuch der Gegenwart, wo wir ja noch gar nicht wissen, ob das wirklich groß ist oder nicht, in Verbindung zu bringen, allein um klarzumachen, wer ernsthaft komponiert, geht an die Grenzen des Möglichen. Egal, ob er Bruckner heißt oder Lachenmann oder Zerha oder Ligeti, das ist insofern immer wichtig, das bewusst zu machen. Ich hoffe, dass man aus meiner Musik gar nichts lernen kann. Denn es ist nicht meine Absicht, mit erhobenem Zeigefinger daher zu kommen und zu sagen, Achtung, meine Damen und Herren, das sind jetzt Obertonreihen. Das ist nicht das, was ich will, sondern ich will Menschen erreichen, ich will Menschen berühren, ich will die Sensibilität erweitern. Und das, was Kunst kann, ist wachmachen. Und das hat Bruckner geschafft und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich das auch schaffen würde. Bruckner wurde verlacht. Ich sage es etwas ganz Provokantes. Die Aufführung der dritten Symphonie war wahrscheinlich so katastrophal schlecht, dass es gerechtfertigt war, das, was da zu hören war, zu verlachen. Weil das ist ja auch etwas, das wir beim Hören neuer Musik sehr oft übersehen. Wenn man heute Bruckner spielt, dann hat man im Hintergrund die Geschichte von mehr als 100 Jahren von Aufführungspraxis. Jeder musikalisch gebildete Mensch weiß, wie Bruckner klingt und wie das zu realisieren ist. Wenn ein neues Musikstück da ist, dann ist das vollkommen ungewohnt. Und ich gebe viel darum, wenn ich diese Uraufführung der dritten Symphonie Bruckners hören könnte. Noch mehr gebe ich darum, wenn ich die Uraufführung der fünften und sechsten Symphonie Beethovens hören könnte. Und in dem Idealzustand, dass ich nicht wüsste, was in diesen Werken los ist, was ich ja heute weiß. Ich meine, diese Magie des Neuen, die aber
unendlich teuer bezahlt ist, weil von den Menschen, die diese Musik gespielt haben, da ist überhaupt nichts von Magie drinnen, sondern nur die Verzweiflung, warum man diesen blödsinnigen Krampf um diese Zeit noch spielen muss. Und das ist etwas, das auch sogar mit einer gewissen Rechtfertigung, denn der Mensch, der bei der Uraufführung von Bruckners dritter oder Beethovens fünfter Musik dabei war, der konnte ja noch gar nicht wissen, was das ist, was er hier gespielt hat. Und das ist etwas, das in vielen, ich habe das erlebt bei mir in meiner eigenen Vergangenheit, dass Werke von mir in einer Weise aufgeführt worden sind, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, am liebsten würde ich jetzt Buh rufen. Und darf das aber nicht, weil das erstens ist das unhöflich und vor allem die Leute, die Musik gespielt haben, auch wenn es katastrophal schlecht war, sie haben trotzdem das Beste gegeben, was sie konnten. Und manchmal, obwohl die Musik total missglückt ist in der Aufführung, gibt es immer noch etwas, das den Menschen berührt. Ich vergleiche das auch immer mit einer Aufführung der Zauberflöte in einer Waldorfschule. Nach musikalischen Kriterien ist das furchtbar. Nach menschlichen Kriterien ist es unendlich wertvoll. Und das ist etwas, das sehr, sehr, sehr schwer abzuwägen ist. Ich gehe davon aus, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Konzerten hier Bruckners Werke circa 25 Mal besser aufgeführt werden als meine. Und ich hoffe, dass trotz dieser Unzulänglichkeit, die nicht deshalb eine Unzulänglichkeit ist, weil die Musikerinnen und Musiker schlecht sind, ungebildet sind oder was auch immer, sondern einfach, weil sie mit der Musik von Georg Friedrich Haas noch nicht so vertraut sind, wie sie mit der Musik von Anton Bruckner vertraut sind, dass trotz dieser Unzulänglichkeiten etwas übrig bleibt, das die Menschen im Publikum erreicht. Bruckners Musik ist zutiefst religiös. Auch ich war Katholik. Im Gegensatz zu Bruckner bin ich aus freien Stücken und freier Überzeugung zum Katholizismus konvertiert. Und im Gegensatz zu Bruckner habe ich meine Religion wieder verloren. Und der Verlust der Religion ist eine schmerzliche Lücke. In diese schmerzliche Lücke ist für mich die Musik im Besonderen und ganz allgemein die Kunst getreten. Und ich glaube, dass in Kunst Spiritualität wirkt. Und wenn wir Bruckner hören, dann spüren wir diese Spiritualität. Und im Werk Bruckners ist diese Spiritualität aber eng verbunden mit der Rationalität einer thematischen Entwicklung, mit der Rationalität einer formalen Disposition, mit der Rationalität einer harmonischen Abfolge. Und das heißt, dass im Werk Bruckners Spiritualität und Rationalität kein Widerspruch sind, sondern sich gegenseitig in wunderbarer Weise ergänzen. Und ich glaube, dazu brauchen wir die Kunst heute. Denn wir leben heute in einer Zeit, in der das Bedürfnis der Menschen nach Spiritualität von völlig falschen Seiten und gefährlichen Seiten scheinbefriedigt wird. Und die Kunst ist der einzige Bereich, den ich kenne, in dem Spiritualität und Rationalität 100% und widerspruchslos ineinander übergehen können. Und das ist das, was Bruckner geschafft hat, und das ist das, um was ich mich als Komponist in meiner Musik bemühe.